Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gebiges. Willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Wir sind hier auf Route 5 vor dem Plätscherhügel, wo wir unsere nächste Prüfung haben werden. Aber im letzten Part haben wir einen neuen Charakter getroffen, und zwar Gladio. Glaube ich zumindest, dass er so ausgesprochen wird. Gladio? Gladius? Gladius? So in die Richtung. Er hat seinen Pokémon Typ 0. Und dieses Pokémon ist extremst fucking bulky. Also, wir haben den kaum schaden können, haben es trotzdem irgendwie runtergezerrt und wurden dann, beauftragt, oder vorher wurden wir beauftragt, alle Trainer hier zu besiegen auf Route 5, was wir noch nicht machen können. Allerdings gab es hier eine Menge Doppelkämpfe und die sind ziemlich schwer teilweise. Aber heute gehen wir zum Plätscherhügel. Aber erstmal wollte ich noch reinschauen ins Pokémon Center, denn da gibt es eventuell noch ein paar Leute, die mir was geben wollen. Ich weiß es nicht, vielleicht. Oh. Am Plätscherhügel gibt es Unmengen an Wasser-Pokémon. Da bietet sich es an, Pokémon vom Typ Pflanze. Pokémon und Attacken vom Typ Pflanze mitzunehmen. Entschuldige, aber ich hätte eine Bitte an dich. Worum geht's? Danke, dass du dir jetzt Zeit für mich nimmst. Ich untersuche die Zusammenhänge zwischen Pokémon und der Qualität von Wasser. Momentan betreibe ich Feldforschung am Plätscherhügel, wo angeblich ein Pokémon namens Barschwar leben wollte. Barschwar. Ich bin leider eine Niete im Angeln und meine Arbeit macht kaum Fortschritte. Deswegen habe ich einen Auftrag für dich. Würdest du bitte zum Plätscherhügel gehen und ein Barschwar fangen? Man erkennt sie sofort an ihrem etwas unvorteilhaften Aussehen. Wenn du eins gefangen hast, dann zeig mir bitte umgehend den Pokédex-Eintrag. Du bekommst natürlich auch eine Belohnung von mir für deine Mühen. Klar. Ich habe einen Frubbel, mit dem ich gern den Plätscherhügel unsicher machen würde. Es sei denn, du gibst mir im Tausche für einen Yorkliff. Ein Frubbel möchte ich gerne trainieren, aber das ist leider auch ein physischer Angreifer, was echt doof ist, denn wir haben zu viele Pokémon, die physisch angreifen. Ne. Ich schwöre, am Plätscherhügel gibt es einen Herrscher-Pokémon. Oh oh. Herrscher-Pokémon können einiges einstecken. Vielleicht hier, das hilft dir vielleicht weiter. Angriffsplus schon wieder? Okay. Wenn es Angriffsplus Item, bla bla bla, Volltreffer bla. Ja. Aber ich möchte mich vor allem noch eindecken mit Supertränken. Nehmen wir mal. 10 sollten reichen. Denn wir haben keine mehr. Also wir haben noch 4 gehabt, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch einige brauchen. Und eigentlich wollte ich auch mal hier schauen auf Route 5, was sich noch für Pokémon zu fangen gibt. Haben wir noch nicht wirklich hinbekommen. Außer die paar, die ich nicht fangen wollte. Raupi und sowas. Marbula. Haben wir auch schon. Können sie aber als gutes Training noch erweisen, aber nein. Flucht. Ich denke mal, unser Team ist gut aufgestellt. Wir sind jetzt alle so gegen Richtung Level 20 schon unterwegs. Ja, Juwel hängt noch ein bisschen hinterher. Ach, ich habe Don Mac doch im Team. Oh. Lass ich erstmal drin, denke ich. Wir haben hier eine Möglichkeit, wenn wir ein neues Pokémon fangen, es direkt auf die Box zu schicken. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zum Plätscherhügel. Plätscherhügel. Hallo. Ach, du bist Tracy? Ach, du bist wirklich Tracy? Ich wusste den Namen von der nicht. Hallo, mein Name ist Tracy. Ich bin der Captain des Plätscherhügels. Du siehst mir nach einem fähigen Trainer aus. Wärst du so gut, mir bei einer Sache zu helfen? Sicher doch. Fein, fein, dann folg mir bitte. Ich wusste nicht, dass dein Name Tracy ist. Interessant. Wir sollten Tracy folgen, sonst wird das mit der Prüfung nichts. Ja, gut möglich. Kann man hier eigentlich... Ja... Wenn das hier oben sah, ein bisschen aus, wäre es ein Item versteckt. Los, Bisbark, such die Items für mich. Ah. Haben wir schon mal eins. Netzball. Wie, du bist ein Trainer. Okay. Dir bringe ich schon noch bei, wie man richtig angelt. Gibst du mir eine Angel? Das wäre super schön. Und wie ich hörte, gibt es auch nur eine einzige Angel im Spiel. Angler Lono. Das heißt, entweder man hat eine Angel oder man keine. Das sah aus wie ein Köderball.
Er hat einen Schmerbe. Schmerbe ist auch leider ein physischer Angreifer. Auch verdammte Scheiße. Ruckzuckhieb. Amnesie, okay. Ich habe überlegt, ob ich nicht doch Sternschau einsetzen soll, aber nein, nein, nein. Wozu? Ruckzuckhieb. Allerdings hätte ich auch Biss machen können. Nassmacher. Amnesie und Nassmacher. Also senkt die Stärke aller Feuerattacken, die ich eh nicht eingesetzt hätte. Und geht mir ein bisschen mehr auf den Nerv. Okay. Und ein Goldini. Da... Ach, Goldini ist wieder so eine Sache, ne? Ich weiß, es kann Schnabel. Schnabel ist eine Flugattacke. Aber irgendwie haben immer meine Käfer-Pokémon die Angewohnheit, sehr effektiv dagegen zu sein. Ich weiß nicht warum. Deswegen Funkensprung. Aquawelle. Oh. Das war natürlich ein Volltreffer. Denn Goldinis Spezialangriff ist nicht so schön. Es ist paralysiert außerdem. Sehr gut. Dann kannst du es besiegen mit einem einfachen Käferbiss. Denn wir werden 9 Volt noch definitiv brauchen, wenn das hier eine Wasserprüfung sein soll. Und ich gehe davon aus, dass es eine Wasserprüfung ist. Ich glaube, das kann ich mir sparen. Das kannst du dir sparen, ja. Irgendwas sonst noch? Das Wichtigste beim Angeln ist die Geduld. Irgendwann beißt ein Pokémon schon an. Das gleiche gilt für Pokémon-Kämpfe. Mit viel Geduld ist jeder Kampf zu meistern. Ja, ich würde aber sagen, genieß mir die Musik, so wie sie ist. Es gibt auch keine Karte für das Gebiet hier. Schade. Aber es gibt viele Pokémon anscheinend im hohen Gras. Einfach mal schauen, was es gibt. Vielleicht irgendwas Interessantes? Ein Bubungus. Pflanzentyp. Pflanze und Fee. Ich überleg mal. Soll ich mir jetzt mitnehmen? Nee, ich habe ja schon Pflanzen-Pokémon. Sorry. Ich hätte es umhauen können, aber... Nee, zu unsicher. Hat bestimmt Sporenwirt oder sowas. Ganz ekelhaftes. Ganz, ganz böses. Ganz, ganz böse. Ein Gehweiher. Gehweiher wird zum Maskeregen. Maskeregen, spezielle Angreifer, aber kein Typ, den ich gerade mitnehmen möchte. Ist nämlich nur ein... Naja, Käferflugtyp dann. Was an Gehweiher leider mal ein bisschen traurig war, weil Gehweiher war ein Wasserkäfertyp. Und Wasserkäfer ist eine seltene Kombination gewesen. Die auch wesentlich besser ist als Käferflug. Yorklef. Nö. Nein, danke. Ich möchte unbedingt einen Wassertyp im Team haben. Und wenn es geht, irgendwas Neues. Irgendwas Interessantes. Was lang mit Anton? Und auch kein Ringal. Wobei ich beim Ringal theoretisch mal suchen könnte nach einem Ringal mit versteckter Fähigkeit. Aber nicht jetzt. Oh. Schau mal darüber. Siehst du das? Ja. Den Wasserwirbel dort, meine ich. Ich vermute mal, dass er von einem unheimlich starken Pokémon erzeugt wird. Und hier kommst du ins Spiel. Sei doch so gut und geh dem Wirbel auf den Grund. Ja? Du sollst natürlich nicht dorthin schwimmen. Stattdessen gebe ich dir das perfekte Geschenk für dich, das auch deine Inselwanderschaft zum reinsten Badevergnügen machen sollte. Lapras kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Nimmst du auf dem Rücken von Lapras Platz, kannst du übers Wasser fortbewegen. So gelangst du auch zum Wasserwirbel und kannst die Sache für mich auf den Grund gehen. Okay. Was in einer Welt könnte denn das Wasser mitten auf dem See so aufwirbeln? Ein Pokémon, das ist eine Trainerin. X-Spezial. Okay. Hallo. Erstmal kämpfen wir gegen den Trainer. Mein Pokémon und ich sind ganz schön rumgekommen. Nun sind wir hier.
Okay. Backpackerin Annika. Was hast du für Pokémon? Ein Datiri. Oh, Datiri. Ach, Datiri war so schön. So ein schöner Anfangsvogel. Und zugleich einer der stärksten Anfangsvögel überhaupt. Also jetzt mal geschaut auf alle anderen Sachen, die es so gibt. Noctu ist nicht so gut. Taubos ist nicht so geil. Schwalbos ist auch nicht das Beste von der Welt. Staraptor ist echt krass gut. Phasasnob ist echt miserabel. Und, naja, Fiaro ist das Beste von der Welt. Eine Niederlage mehr, die ich zu schultern habe. Oh, immer diese Niederlagen. Und ich habe gerade ein bisschen zu viel Pommes gefuttert. Ich muss so ein bisschen verdauen. War vielleicht auch ein bisschen zu stark gewürzt. Wer weiß. So, da vorne könnte ich theoretisch was machen. Ja, das ist ein Angler, der will nicht mit dir sprechen. Ey, ich rede mit dir. Die Angel weist dir den Weg. Nicht nur zum Sieg über Pokémon, sondern auch zum Sieg über dich selbst. Ergo, ich muss noch kurz einen Schluck trinken, weil es ist gerade ein bisschen... Jaden. Oder Jaden. Jaden. Zum Durchspülen, runterspülen und so was. Quapsel. Quapsel wäre ja interessant gewesen. Oder war ja interessant. Das Ding ist schneller, ernsthaft. Juwel, du bist langsam, meine Güte. Quapsel war ja interessant die letzten Generationen lang. Wegen seiner versteckten Fähigkeit. Aber seitdem die Fähigkeit auch jetzt mittlerweile ja Pilippe hat, wird es, glaube ich, eventuell nicht mehr so häufig gespielt werden. Oder nicht so auffällig. Vielleicht sogar als Quappo. Bis sollte auch, Rucksack sollte auch reichen. Ja, yep. Macht nämlich genauso viel Schaden wie Biss und ist einfach schneller. Mich selbst kann ich besiegen, aber gegen dich komme ich einfach nicht an. Gut, dann das Wasser schimmert im Licht. Möchtest du Pokémon Mobil nutzen? Klar. Wow. Schick. Bitte untersuche den Leben im Wasser. Bin total neugierig, was drin steckt. Oh, die lässt mich gar nicht weggehen. Will ich wirklich wissen, was da drin ist? Es ist höchstwahrscheinlich ein Wasser-Pokémon. Deswegen schicke ich mal einen 9 Volt nach vorne. Und werde es auch einfach mal heilen. Denke ich mal. Mit... Ui. Mann. Kategorie. Sprudel halt 50, okay. Ja, mit dem Sprudel. Oder Kraftwurzel? 120. Mit dem Sprudel. Habe ich einen weniger im Inventar drin. Haha. So. Eines bleibt noch übrig. Was das wohl ist? Ein Lusadin. Ich könnte es mir fangen, theoretisch. Welches Level? 17. Ich mach mal Käferbiss und schau mal, ob es überlebt. Ist ein neues Wasser-Pokémon. Ich weiß nicht, ob es eher physisch oder speziell... Oh, es ist besiegt. Ich weiß nicht, ob es physisch oder speziell ist. Ich hoffe, es ist eher speziell. Aber es sah so ein bisschen physisch aus. In den Trailern. Na sowas. Ein Lusadin war also der Unruhestifter. Wer hätte gedacht, dass so ein kleines Pokémon so viel Wirbel machen kann? Plitsch, platsch. Oh, was denn nun schon wieder? Aus der Ferne höre ich plötzlich doch ein lauteres Platschen. Was wohl dieses Mal der Grund dafür ist? Ein Pokémon oder wieder ein Mensch wieder ein Pokémon?
Ein Mensch oder wieder ein Pokémon? Hm. Bitte finde es doch für mich heraus. Okay, das machen wir. Ich kann ein Plätschern vom Hügel hören. Vom Hügel? Gibt auf jeden Fall eine Menge Stellen, wo man angeln kann. Oh, Lapras kann sogar Gas geben. Süß. Hui. Gibt's auch Encounter? So, wilde Encounter? Einfach so? Oder eher nicht so? Scheint eher nicht so. Item. Beleber. Hier kann ich ein Foto machen. Nutzen wir mal unsere Zoom-Funktion. Zoomen. Ja. Steuerkreuz nach oben, um ins Bild hinein oder nach unten zum Herauszoomen. Okay. Oh, geh weiter. Ich mach mal das hier aus. Mist, das hat sich gerade weggedreht, das Mistvieh. Komm schon, dreh dich. Da gibt es ja was anderes noch zu sehen. Oh, ziemlich dunkle, finstere Wolken. Na komm. Dreh dich. Kein Film mehr. Okay. Wenn wir schon mal hier sind. Ich würde sagen, das hier ist ganz cool. Na, komm, ja. Bei solchem Wetter ist Fotografieren schwer. Ja. Wow. 2146, hui. Bei 10.000, okay, gibt's ein neues. Okay, interessant. 10.000 Punkte also, gut zu wissen. Dann, ab durch so Gras und werden aufgehalten natürlich. Eieieiei. Ein Enton. Wäre zwar spezieller Angreifer, aber nein, danke. Wolke 7. Lustigerweise ist Enton irgendwie ein Konter zu dann Wingull. Donk. Besiegt. Sehr schön. Es reicht nicht für Level 20. Noch nicht. Na, das Beastie an uns vorbeigekommen. Boah, ist dunkel hier. Schau mal darüber. Siehst du das? Wie war gleich wieder dein Name? Ach ja, Gebirges. Ein wirklich schöner Name. Er passt so gut zu dir. Dankeschön. Da drüben, siehst du das? Ja. Ein ziemlich heftiger Wasserwirbel. Also entweder ist es ein planschfreudiger Schwimmer oder aber ein starkes Pokémon. Da ist schon wieder ein seltsamer Wirbel. Mitten in dem See. Auf dem See. Aber erstmal will ich auf Level 20 kommen. Denn ich glaube, ich habe ein bisschen Angst vor dem Ding, was da vorkommt. Wingull. Du dürfst mir eventuell helfen. Du bist dann nur Level 14, wirst wahrscheinlich schneller als ich werden. Nein, ja, du bist schneller als ich, leider. Du machst ein bisschen Schaden, aber hast keine Effektivität gegen mich. Und reichst sogar noch zum Level ab. Level 20 für 9 Volt. Sehr schön. Neun Volt entwickelt sich. Glückwunsch, dein 9 Volt wurde zu einem Apuk. Jetzt passt der Name 9 Volt. Ein neuer Eintrag wurde eingetragen ins Pokédex. Speichert Elektrizität in seinem Körper. Bei einem Campingausflug kann man wohl kein praktisches Pokémon dabei haben. Wow, das ist mal ein interessanter Pokédex-Eintrag. Diese Camp hat einen Akku dabei.
Willst du was lernen? Ladevorgang. Nein. Noch was? Nein. Nur Ladevorgang. Okay. Jetzt haben wir einen Akkub im Team. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen bulkier. Wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer. Hat ein bisschen mehr Leben. Ja. Batterie als Fähigkeit. Erhöht die Stärke der Spezialattacken seiner Mitstreiter. Deswegen ist ein schöner Supporter. Im Doppelkampf, aber wir haben keine Spezialangriffe. Leider. Ist nicht der schnellste Pokémon, aber einen guten Angriff. Und eine gute Spezialverteidigung und generelle Verteidigung. Das Ding scheint mir gar nicht mal so schlecht zu sein. Aber für ein Käfer-Pokémon entwickelt sich das echt spät. Meine Güte. Richtig, richtig spät. Gut. Ich würde aber sagen, an der Stelle gehen wir mal ins Wasser. Surfen mal hier ein bisschen rum. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Na, wo willst du hin? Du wirst mir eine große Freude machen, wenn du den Wibbel dort untersuchen könntest. Ja, schon klar. Oh, wow. Da unten ist ein Angler. Ja, suchen wir unter. Untersuchen wir den Wibbel. Und das ist schon wieder ein kleiner Wibbel. Ein weiteres Lusardin. Ich nehme an, das sind Lusardinen genauso, also die genauso funktionieren wie die, wie heißen sie? Mangunior in der ersten Prüfung. Nur, dass es hier noch keine richtige Prüfung ist. Zumindest stand es nicht dran. Das würde mich überraschen, wenn es eine richtige Prüfung ist. Es hat angefangen zu regnen. Oh. Na sowas. Und wieder war der Grund für den ganzen Wirbel an Lusardinen. Da lag ich mit meiner Vermutung, dass es sich um einen ausgelassenen Schwimmer sein könnte daneben. Plitsch, platsch, platsch. Oh je, was denn nun schon wieder? Aus der Ferne höre ich erneut ein seltsames, heftiges Platschen. Wahrscheinlich wieder ein Pokémon. Aber wer weiß, diesmal könnte es sich wirklich um einen platschfreudigen Schwimmer handeln. Vielleicht braucht er Hilfe. Wärst du wohl wieder so gut, nach dem Rechten zu sehen, Gebirges? Okay. Wie ist Tracy denn so schnell nach dort drüben gekommen? Ja, gute Frage, ne? Angeln? Oh, cool, Kämpfe über Wasser, cool. Da hat wohl jemand angebissen. Manchmal fange ich auch Trainer mit meiner Angel. Kämpfen wir jetzt auf dem Wasser? Das wäre super cool. Angler Martin. Zwei Pokémon. Carpador. Na super. Na super. Ja, das dürfte ein einfacher Kampf werden. Außerdem regnet es gerade, was nicht so gut ist. Dann sieht man auch ein Touchscreen. Sehr schön. Ich wollte mal schauen, was ist ein normaler Käfer Elektro. Gut. Da haben wir das Step Elektro-Attacken. Coole Sache. Ich hätte mich auch gewundert, wenn es kein Elektro-Typ geworden wäre mit dem Pokédex-Eintrag. Aber Hauptsache Carpador outspeedet uns wegen dem Regen. Regen. Regeneration Carpador. Ein zweites, okay. Das ist ein bisschen. Ich habe schon jetzt ein bisschen Angst. Wegen Garados. Aber wir haben Elektro-Pokémon bei. Ist ein bisschen tankier. Und das wird wahrscheinlich Garados ganz locker easy rausnehmen können. Deswegen bin ich gewappnet dagegen. Da bin ich dir wohl in den Haken gegangen. An den Haken. Haken. So, gibt es hier unten noch irgendwas? Nee, das ist nur die Kameraperspektive, die gerade so ein bisschen komisch ist. So, oh, da vorne ist was. Nee, sah nur so aus. Der Plätscherhügel. In seinem hintersten Winkel lebt das legendäre Pokémon Kyogre. Kyogre. Die Personifizierung des Meeres. Echt? Wow. Bist du sicher? Respekt, ich muss schon sagen, dich hoppt man nicht so leicht, Gebirges. Jetzt ist nicht mehr weit zum Strand. Dieses Platschen aus der Ferne. Was steckt wohl diesmal dahinter? Na klar, bei Regen steigt die Stärke von Wasserattacken ja um 50%. Hinter dem Wasserwebel steckt also vielleicht ein Pokémon, dessen Attacke durch den Regen verstärkt wurde.
Das ist die hinterste Ecke des Thatcher-Hügels. Irgendwie habe ich eine böse Vorahnung. Glaube ich dir auch. Thatcher-Hügel, Herrscherbereich. Gebirges. Jetzt bist du mir also bis hierher gefolgt. Die Prüfung beginnt ernsthaft jetzt. Dir ist schon klar, was du damit vollbracht hast, oder? Richtig, du hast das Tor des Captains passiert. Also steht es auch eine Prüfung an. Und meine Prüfung besteht darin, den Herrscher der Meere zu besiegen. Siehst du den Wasserwirbel dort? Da versteckt sich sicher der Herrscher. Wer weiß, vielleicht sind die Loserdin von vorhin oder ihre Mitschreiter ja auch Rache aus. Sieh dich vor. Beweise dein Können und besiege den Herrscher. Ach ja. Und natürlich musst du zunächst diese Prüfung bestehen, um diese Pokémon fangen zu können. Ach, um hier Pokémon fangen zu können. Also dann, möge meine Prüfung beginnen. Steckt hinter diesem großen Wasserwirbel etwa wieder ein Loserdin? Ja. Hypertrank. Ich glaube, die wollen uns ein bisschen natzen mit dem Hypertrank. Alles klar. Na dann, besiegen wir mal das Loserdin. Ist mal eine schöne Bucht. Kann man nicht anders sagen. Wäre aber lustig, wenn hier einer einen Kyogre reinballern würde. So. Loserdin. Wassertyp. Ach, lassen wir mal Robin Hood dagegen kämpfen. Wie im ersten Herrscherkampf. Robin Hood wird es wahrscheinlich regeln können. Und ich werde einfach mal auf die Leute hören und schmeiß mir einfach ein Ding jetzt rein. Donner und Blitz haben plötzlich eingesetzt. Lapras bekommt Angst. Das Ding ist gigantisch. Loserdin, Herrscher, greift an. Und was bekommt es? Erhöht seine Verteidigung. Okay. Welches Level hast du? 20. Dachte ich mir irgendwie schon. Ich werde trotzdem meine Strategie einsetzen. Und zwar mit dem Angriffsplus meine Spezialdinge zu erhöhen. Also meine Chance auf kritische Treffer. Aquaknarre. 13 Schaden. Okay. Es ruft Mitstreiter. Und ein kleines Loserdin erscheint. Level 18. Gut. Dann würde ich sagen, Rasierblatt. Mit der Scorpinsel und der hohen Crit-Chance generell sollte es mit dem Angriffsplus eventuell so eine 100% Rate reichen. Oder 50% oder sowas. Für Crit. Ja. Es waren auf beiden ein Crit. Wow. Das Ding hat ernsthaft eine Beere? Willst du mich verarschen? Als ob. Das Ding hat einfach eine Beere bei sich. Also ist Akku wirklich das beste Pokémon hier, was man haben kann. Ist sehr effektiv, kann die Beere fressen. Und, wenn es sein muss, ne, kann es auch Akrobatik einsetzen. Aber mit dem Volltreffer ist Loserdin besiegt. Sehr gut. Level 21 für Robin Hood. Oh, gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Sehr gut. Wir hatten hier den Himmel so verdunkelt mit den Wolken und alles voll übertrieben. Bravo, Gebirges. Bitte komm jetzt zu mir zurück. Wird gemacht. Oh. Wow, ich bin wirklich hin und her gerissen. Einerseits bin ich traurig, weil meine mit großer Hingabe trainierten Loserdin besiegt wurden. Andererseits möchte ich dir ganz herzlich zu deiner bestandenen Prüfung gratulieren, Gebirges. Es war wirklich eine reife Leistung. Respekt. Hier, das ist für dich. Prüfung bestanden. Sehr gut.
Und jetzt passt gut auf. So und nicht anders geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Wasser. Aber das ist noch nicht alles. Du bekommst jetzt von mir eine Angel. Nur echt mit meinem Wasserzeichen. Lass mich dir das mal erklären. Möchtest du also einen Pokémon angeln, brauchst du nur Felsen im Wasser zu untersuchen. Sobald der Schwimmer der Angel versunken ist, leistet das Pokémon heftigen Widerstand. Und wenn das Ausrufezeichen erscheint, musst du augenblicklich den A-Knopf drücken, um an der Leine zu ziehen. Willst du das geangelte Pokémon fangen, bieten sich dafür Tauchbälle wie diese hier an. Also 10 Tauchbälle geschenkt? What? Wusstest du übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Garados an Land gezogen habe? Wirklich? Ja, so war das. Oder auch nicht. Du bist eine Lügnerin, aber übel. Richtig übel Lügnerin. Nicht nett. Nein. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Soll ich dich jetzt zum Pokémon Center auf Route 5 zurückbringen? Wäre schon nett, aber allen. Ja, doch, machen wir mal. Okay, kehren wir erstmal zurück. Angeln können wir jederzeit. Als nächstes steht die Kiavis-Prüfung bevor. Sie wird im Weller Vulkanpark abgehalten. Ach, noch was. Hast du die Mogelbaum bei der Ohana-Farm gesehen? Die kleinen Racker waren ungezogen, also habe ich mit meinem Aquarium. Mit meinem Aquarium Z. Oh Mann. Seitdem ich die Pommes gegessen habe, kann ich nicht richtig sprechen. Das ist schlimm. Also habe ich mein Aquarium Z ausgepackt und ihnen eine Kostprobe meiner Z-Kraft gegeben. Danach haben sie sofort das Weite gesucht. Wie würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich vor ihrer Nase dein Aquarium Z rauszückst? Wahrscheinlich volle Kanne Angst und wegrennen. Schnell weg vor dem Wasser. Ich bin mir sicher, dass weiter unten auf Route 6 eine Stadt zu sehen ist. Du bist auch eine Karte, also beschwer dich nicht. Ich würde sagen, gehen wir heilen und dann beende ich den Part. Ganz flink, wie ich so mag. Oh Mann. Boah, irgendwas hat den Pommes nicht gestimmt. War nicht angenehm. Oder? Ich gehe im nächsten Part erstmal eine kleine Runde angeln. Wie dem auch sei, ich bin raus für den Moment. Ich danke fürs Zuschauen, entschuldige, dass ich ein bisschen blablabla gemacht habe heute. Ein bisschen gelispelt habe und so, aber könnte sein, dass es irgendwas mit Salz zu tun hat. Bin nämlich nicht gut drauf, zu sprechen auf Salz. Ekelhaft. Aber gut, ich bin raus. Ich danke fürs Zuschauen und ich sage an der Stelle, wie immer, bis dahin. Ciao, ciao.